Jetzt geht's los, Freunde. Ich baue eine Ersatzstraße. Oh Gott. Wo kommen Soldaten? Wie viele Soldaten haben wir noch? 7. Hey, die Faxen sind jetzt, glaube ich, offiziell vorbei, oder? In welche Richtung wird denn das Gold getragen? Okay, bringt's da rein. Wir sind... Oh Gott, und sie bringen da noch so viel Zeug rein. Oh, das macht mich immer so wütend, ey. Nächster Angriff. Nächster Angriff unserer Feinde. 2... 2 Soldaten momentan. Katapult können wir nirgendwo hinbauen, oder? Eins null. Eins eins. Eins zwei. Es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Im Zweifelsfall besiegt er 2 Soldaten, der Typ, der Gegner. Wichtig, dass er noch den Schlag setzt. 2 Leben hat der andere noch. Abgewehrt. Das läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Überhaupt nicht. Was ist los? Ja, wir besiegen aber auch keinen Soldaten auf Anhieb, ne? Also, dass wir mal sagen könnten, hey, wir... Nee, die hauen uns unser Bergwerk weg. Wie viele Soldaten haben die? Das muss jetzt scheiße schnell gehen. Das muss jetzt scheiße schnell gehen.
Oh Mann, ist das... Es ist so krass bitter. Es ist leider genau das Problem, vor dem ich so ein bisschen Schiss hatte. Dass dann auf einmal alle um einen herum kommen, wisst ihr? So, hier haben wir zumindest mal Möglichkeiten, Bauernhöfe zu... Komm schon, nimm das Gold. Ihr seid doch sonst auch so schnell. Er will's nicht. Er nimmt's nicht. Eins, null. Zwei, null. Ohne Verlust. Gut, Junge. Und jetzt wird er abgezogen. Er hat ihm noch zwei Hits mitgegeben. Er besiegt zwei Stück. Nice. Jetzt ist er tot. Gleich ein Hit kassiert. 0-1. Alter. Ich bete eines Tages für Soldaten, die kämpfen können. Es ist ja allein schon eine Farce, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die uns besiegen. Das ist ja schon der Joke an sich, wisst ihr? So, bei euch reicht es jetzt erstmal mit Gold. Das ist ja schon der... Das ist ja der erste Riesen-Joke. Freunde, es wird jetzt richtig unangenehm. Das Gebäude ist quasi auch weg. Wir haben keine Soldaten mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind unsere Feinde noch dumm genug, mit nur einer Einheit anzugreifen.
Das ist momentan das Einzige, was uns über Wasser hält. Mei, Euer, ich will einmal einen Rekruten sehen, der einfach zuerst gewinnt. Immer verlieren wir unseren kackersten Soldaten. Einmal will ich das miterleben. Dass diese Spasten ihr Schwert benutzen können. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade, wenn das Mikro gerade so poppt, aber. Weißt du, sie sind schon, sie legen es uns ja auf, sie sind schon so dumm. Und greifen immer auch da an, wo wir. Wo wir im Prinzip voll aufgestellt sind. Sie tun uns ja den Gefallen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey Odin, was lernen wir denn daraus? Nichts. Absolut gar nichts. Also von dem verlange ich, dass er beide besiegt. Wie kann man so schlecht kämpfen? Wie kann ein... Ich will mir das eigentlich gar nicht anschauen. Es ist einfach nur ein Joke. Es ist einfach nur ein Scheißwitz. Diese Wikinger müssen brutal sein. Die müssen eine Ausbildung genießen, von denen wir Römern nicht mal träumen dürfen. Das muss niemand verstehen. Freunde, das muss absolut niemand verstehen. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Gold in diese Affen investiere. Scheiße, da ist schon wieder einer tot. Da liegt ein Gold. Sag mal, wie viele Soldaten haben die denn? Ja, scheiße. War eine dumme Idee. Ich will einmal sehen, dass der Pfosten 2 besiegt. Thank you.
Oder eher. Irgendeiner von diesen gestreckten Vollidioten. Ja, er ist tot. Ich frage mich manchmal wirklich, wofür wir eigentlich das Gold investieren. Wer hat gesagt, dass das Level leicht ist? Der hat gerade 3 Hits kassiert, ohne einen auszuteilen. Der hat 3 Hits. Langsam ist es ja ein bisschen. Also irgendwo muss man ja auch die Grenze ziehen, oder? Irgendwo finde ich schon, muss man auch. Mal so langsam die Grenze ziehen, was ist normal und was ist jetzt einfach mal ein bisschen überzogen. Das gibt's ja überhaupt gar nicht. Da kommt schon der Nächste. Und er wird's Gold nicht fressen. Weil er zu langsam und zu dumm und zu kacke ist. Es geht mit einem 0-1 los. Es ist einfach nur bescheuert. Das Spiel ist manchmal. Jetzt habe ich diesen selben Frust, den ich damals bei Siedler 1 hatte. Dass du stärkere Soldaten hast, du kannst machen, was du willst, und es juckt einfach niemanden. Wofür Gold? Wofür Gold machen? Wenn es nichts bringt. Ernsthaft? Also, wofür Gold in Massen produzieren, wenn es einfach scheißegal ist? Ja. Ich kann mit einer Einheit angreifen. Ich will verhindern, dass die hier Gold abbauen. Immerhin hier tun. Und die tun auch nicht mehr die. Weiteren Fischbestände. Okay, das ist in Ordnung. Das musste irgendwann passieren. Komm her. So. Kannst hier weitermachen.
Okay. Wenn ich das richtig sehe, geht unserem römischen Gegner die Puste dezent aus. Die greifen an. Vier Einheiten angreifen. Den Angriff drücken wir uns noch und dann muss ich leider aufhören. Eins null. Zwei null. Also 2-1, gut. Er ist weg. Ein Hit hat er kassiert. Er hat noch 4 Leben. Mhm, beginnt gut. Schön. Ohne Verluste weg. Er hat noch 4 Leben. Er kann alle wegklatschen. Wenn er sich jetzt nochmal zusammenreißt. Mhm. Das ist römische Kampfkunst. Genau das. Und nichts anderes, Freunde. Und so verabschieden wir uns jetzt. So verabschieden wir uns jetzt. Es hat Spaß gemacht. Es ist aufregend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich greife den jetzt gleich an. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt mir gesund. Haut rein, meine Lieben. Nächstes Mal werden wir diesen Angriff beobachten und werden hoffentlich verhindern, dass die hier Gold abbauen. Und dann geht's weiter. Genau. Haut rein, bleibt gesund. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.